Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW Folge 53 und ich habe einen Begleiternamen. Zwar Aslan. Wie eigentlich ist das ja der Löwe. Der Name für den Löwen von Chroniken von Narnia. Aber ich fand der gefiel mir für unseren neuen Freund Aslan. Fand ich gut. So. Uiuiuiuiuiui, was haben wir denn da? Vielleicht ist das so ein Zeichen. Oh, das ist jetzt ein Glücksname. Wirklich cool. Sehr schön. Sehr schön. So, müssen wir hier noch die Panthers töten. Theoretisch müssen wir die Hauer direkt machen, sagt er. Aber erstmal die Panthers hier. Und wir können noch einen Talentpunkt vergeben. Und zwar Zorn des Wildtiers. Das ist richtig cool. Da ist der Tier freigegeben. Ach ja, wie ich es liebe. Den tollen Satz. Das Inventar ist voll. Ja. Mal schmeißen wir was weg. Zorn des Wildtiers hier. Kann man direkt mal ausprobieren. Dann wird das nämlich auch groß. Wie lange Abklingzeit hat das? 2 Minuten Abklingzeit, okay. Aber gibt schon was. So, ist ja so wenig los, hier müsste ja irgendwo ein Panther sein. Sieht der Panther anders. Wenn ich mir so überlege, ist das die ätzendste Quest. Pantherkacke. Diesmal habe ich mich nicht erschrocken. Da wollte ich gucken. Level up. Nein, ist immer noch aber nicht. Schwupp. Oh, wir haben Post. Ah, ich glaube, das ist die Post hier von wegen. Sie können umskillen, bla bla bla. Für umsonst mit der PvP-Marke. Aber das hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich das auch richtig cool finde hier. Okay, nur noch ein Schattenjäger. Schattenpanther. Schattenjäger. Nur noch Schattenjäger im Kopf. Wahrscheinlich kriegt er dann Ausbildungspunkte mit Freundschaftsstufe. Nicht jetzt mal.
ganz sicher, dass das hier war. Mit dem, wenn der kämpft, dass der glücklich wird. Oder das war, weil ich vermisse immer noch den Skillbaum vom. Aber irgendwas übersehen habe ich nicht. Fähigkeiten. Nö. PvP. Gleiter. Die Ausbildung. Nö. Hier draußen auch. Aha, da kommt wieder rufen. Nö, nö. Also nicht, dass ich sehe. Auch schon mal, ich würde sagen, wir gehen kurz zurück. Dann kaufen wir nochmal das Fleisch ein. Wir können 2 Quests abgeben. Ist doch schon mal gut. Hier steht ja reduziert Zufriedenheit um 50. Da muss ja irgendwo auch ein Balken sein oder so, wo ich sehe, wie zufrieden der Gute ist. Oder wie viel Zufriedenheit irgendwas macht. Weil wenn ich jetzt gucke, hier das Fleisch macht zufriedener als das andere Fleisch von den Tigern. Alles kompliziert. Nö, da steht nichts. Ich wollte gucken, ob da vielleicht irgendwas steht bezüglich bezüglich Skillbaum vom Tiger. Pet. Ihr wisst schon, was ich meine. Da steht auch nichts. Theoretisch würde es ja hier, nee, nicht hier, aber mit unter meinem Skillbaum vermuten. Da habe ich nichts. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, was damals die beste Skillung war für zum Raiden oder so. Ich weiß, überlegen, was hat nicht. Ich meine, damals hatte man auch oft den Wolf als Pet, weil er dieses Wolfsgeheul machen konnte, wo man dann auch mehr Angriffskraft oder so bekommt. Mittlerweile kann man ja die einzelnen Fähigkeiten alle selber, wenn man das geskillt hat. Der einsame Wolf oder so ist das. Dann ist man zwar als Jäger alleine, aber man hat alle tolle Fähigkeiten. Irgendwie so war das, glaube ich. Und ich habe gelesen oder gesehen, weiß ich gerade, ist egal, dass in dem neuen Add-on der Jäger eine Nahkampfklasse Skill bekommen soll. Wie das dann im Einzelnen aussehen wird, bin ich mal gespannt. Kann ich mir das gar nicht vorstellen, die Jäger als Nahkämpfer. Ich meine, es gibt bestimmte
jemand, der das toll findet. Hallo. Auf dann. Aber ich müsste das jetzt nicht haben. So, jetzt ist der quasi weggegangen. Aber der hat nichts von seinem Glück, nenne ich es mal, gerade Zufriedenheitsstufe verloren. Alles mysteriös. Oh, ich bin freundlich. Direkt mal eine Quest. Platz abgeben. Annehmen. Ich glaube, jetzt können wir auch die Blutsegel-Quests. Also. Das passt. Das. Meisterkohle. Die Quest mag ich nicht. Die mache ich auch nie. Ehrlich bin. Die finde ich doof. Wenn man da so viel durch die Gegend reisen muss. Jetzt werden wir auch nach Gatzgatzang geschickt. Jo, 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 so. Ich habe vergessen, Fleisch zu kaufen. Fisch zu kaufen. So. Sehr gut. Direkt mal verkaufen. Das sieht gar nicht nur verkehrt aus. Könnten wir gleich auch ein paar Sachen. Das behalte ich mal als Notfallfleisch. Auch schicken. Also. Wie viel haben wir denn davon in der Tasche? Ich glaube, fast 200. Puh. Ja, ist die Frage, wenn ich das jetzt wegschicke, wahrscheinlich brauche ich es dann. Oder ich gucke mal, was ich auf die Bank legen kann. Wie es da aussieht. Aber da sah es aus recht voll aus. Wenn ich mich so entsinne. Ja, genau. Auch recht voll. Allerdings. So machen. Tada. Dann mache ich einmal noch einen, tue ich zwar ungern. Aber machen wir das so. Dann haben wir die Ledersachen nämlich direkt futt. Können hier schon wieder neues Leder reinstopfen. So schön. Zu schön wäre es gewesen. Mal gucken. So. Ja, das können wir auch noch auf die Bank schmeißen. Das nicht. Das war falsch. Genau, hier ist das Ding, was ich meinte. Jetzt haben wir zwei. Okay, auch wenn man sie sieht. Habe ich 10er Taschen? Hinschicken. Machen wir hier mal. So. Das, das. Das auch. Da ist es. Oh.
hätte sich gefreut, auf immer komische Sachen in den Post zu haben. So, jetzt haben wir zwei. Auf der Bank. Interessant. Jo, 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 obwohl. Das können wir noch schicken, das würde auch schon als Platz. Die Dschungelarzneimittel können wir auch schicken. Wir brauchen nicht mehr. Schicken auch direkt mit. Schicken auch mit. Eier auch. Das auch, das auch. Weg ist weg. Sehr schön, dann haben wir ein bisschen Platz auf der Bank und in den Taschen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Jetzt haben wir 27 Platz wieder dabei. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, die Quest da habe ich schon gesagt, noch mal nicht. Immer noch Rebell. Hier von dem da. Kriegen wir eigentlich die Blutsiegel Admiral Gedöns, Blutsiegel Quest Gedöns. Jetzt müssen wir hier auch. Ach, danach ist. Die weißen Punkte sind Mitspieler aus der Gilde, die auch das Addon drauf haben. Gut, was, ne? Hexmeister, Priester, Priester. Schon ein Stalk-Programm hier. Ah, okay, die Schädelspalter für die Hauer, wo wir schon einen von haben. Von 20, ja? Nein, 18. Theoretisch hat jeder Troll wahrscheinlich ein paar Hauer. Allerdings nicht bei WoW, ist genau wie mit anderen Sachen. Wie Ohren, Pfoten. Ich habe mal auch ein Bild gesehen oder ein Video was. Wurde das auch mal auf die Schippe genommen. War dann ein Ork im Startgebiet, der sollte dann irgendwas sammeln, 10 Zähne oder so. Ja, jetzt ist er zufrieden. Habt das gesehen? Und direkt Ausbildungspunkte 40 Stück. Beispiel 2 widerspenstig. Ah, lustig. Cobra-Reflexe. Erhöht Angriffstempo um 30, verringert jedoch verursachten Schaden. Mein Ziel. Da. Schattenwiderstand. Deutsche Rüstung. Große Ausdauer. Noch für 5 kann Widerstand. Auch mal. Hm? Ja, schon mal was hier. Nimmt hat er 1800 ungefähr. War 2000. Wenn er jetzt in der nächsten Stufe steigt, unser Freund Aslan, dann kann er nämlich die nächste Ausdauerstufe erreichen. Schön, jetzt wo man das Prinzip verstanden hat, wo ich das Prinzip verstanden habe, vielleicht habt ihr schon gewusst, wo dran es lag damals, ist das ja eigentlich ganz einfach.
Okay, ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge mit Aslan und mir. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.